Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der My Little Box aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, hier mit mir hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bekomme die Box in der Kooperation zugeschickt, deswegen kann ich sie hier einmal kostenfrei vorstellen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle My Little Boxen Team. Und ich habe zwei verschiedene Sachen deswegen für euch. Einmal ein Code, das ist ARTI. Damit bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine erste Box, sodass die erste Box nicht 18,50 Euro kostet, wie normalerweise monatlich üblich, sondern 13,50 Euro. Und ich darf eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, hier haben wir dann einmal die Box. Ich bin aus der Puste. Das ist in Ordnung. Das darf ich sein. Das ist nur noch ein Monat, Leute. Dann bin ich nicht mehr allein. Ich bin ja nicht allein. Ich habe ja meinen Schatzi da, aber dann sind Schatzi und ich nicht mehr allein. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier unsere wunderschöne My Little Box, die diesen Monat in der Box daherkommt. Manchmal kommt sie auch ganz einfach in der Tasche oder der Karton ist die Box quasi, ne? Die sieht wunderschön herbstlich aus, mag ich richtig gerne leiden. Und die My Little Box beinhaltet sowohl Beauty-Produkte, müssten 3 Stück sein, als auch 2 wunderschöne Trend-Accessoires, die man halt wirklich dann auch in ein sehr gemütliches Zuhause integrieren kann. Und jedes Mal erzählt uns die My Little Box eine ganz wundervolle Story. Meine Mama ruft an. Ja, das hast du manchmal, ne, dass die Mutti dann anruft. Sehr cool. Okay, also dann schauen wir einfach mal, was die My Little Box sich diesen Monat als Motto überlegt hat. Ballad, Arti. Arti wäre für mich jetzt so artificial, also quasi künstlerisch. Und Ballad ist ja quasi eine Ballade, ein Liebeslied, ne? Müssen wir einfach mal gucken, was die damit sich überlegt haben. Und hier haben wir dann einmal, wenn der Deckel entfernt ist, den Blick rein. Und das finde ich einfach sehr fein, dass wir hier so eine große Karte haben. Viele verwenden die auch tatsächlich als Schreibkarte. Hier haben wir dann die unterschiedlichen Produkte. Das ist halt sehr viel Text immer. Da müssen wir mal schauen, was ich euch davon alles vorlese. Metropolitain. Die Stadt ist voller Kunst für alle, die ihre Augen für Details öffnen. Safe. Definitiv. Ich bin halt ein richtiges Landei. Ich mag tatsächlich die Natur um Längen lieber als das Städtische. Ich mag es lieber, das habe ich jetzt letztens halt auch wieder gemerkt, als ich in Frankfurt war, als ich mit Dalton dort unterwegs war. Übrigens, Hero Claudi gilt auch immer noch bis zum 16.10. für 25% auf Dalton-Produkte. Also gönnt euch hart, schaut in der Infobox vorbei. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich wirklich es sehr genieße, dass ich hier die Bäume direkt sehen kann, wenn ich aus dem Fenster sehe, ne? Dass ich die Vögel zwitschern höre, dass hier nicht so viele Menschen sind. Das ist crazy, aber es ist, wie es ist. Okay, dann mache ich jetzt hier einmal das Schleifchen auf. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein Landei seid, so wie ich, oder ob ihr eher so ein Stadtmensch seid. Hier habe ich dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, was uns so ein bisschen reinführt in die Thematik. Und hier haben wir dann, das sieht immer so liebevoll aus, Leute, ne? Und das macht die My Little Box tatsächlich auch wirklich mit aus. So, oh, guck mal, das sind Karten. Ach, wie schön. Okay, wie wäre es mit einem Herbstspaziergang? Lass uns durch die Städte schlendern, um den Jugendstil zu entdecken. Der Herbst ist da und seine Farben reichen von Gold bis Dunkelbraun. Mit dem Regenmantel auf dem Rücken lassen wir uns von dem Freilichtmuseum, das die Stadt ist, gefangen nehmen. Das trifft sich gut, denn wir haben für dich die europäischen Städte auswendig gemacht, die als Wiege des Jugendstils gelten. Von Riga über Brüssel bis hin zu Ljubljana, oh Gott, das fällt mir mal sehr schwer, das auszusprechen, das tut mir leid. Wir haben Postkarten von unseren Favoriten Barcelona und Nancy aufbewahrt. Hier sind sie, gespickt mit Details. Wir springen mit beiden Füßen in die Kurven und Arabesken, um sie zu erkunden. Also richtig süß geschrieben, ich mag das einfach gerne. Dann ist hier noch ein bisschen was über den Jugendstil geschrieben. Hier haben wir die beiden Postkarten drin, ne? Von Barcelona und Nancy. Dann haben wir hier von Biotherm ein bisschen was geschrieben. Das heißt, hier wird wahrscheinlich was von Biotherm drin sein oder es kommt nächsten Monat. Wenn es um unsere Haut geht, vertrauen wir gerne den neuesten biowissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber auf die Kraft der Natur möchten wir ungern verzichten. Ein Dilemma? Keineswegs. Denn Biotherm bringt mit ihren vielfältigen Produkten beide Welten perfekt in Einklang. Okay.
Dabei verlässt sich Biotherm auf einen echten Alleskönner aus den Tiefen des Meeres. Der einzigartige probiotische Mikroorganismus, der sich neben anderen kraftvollen Wirkstoffen zumindest 1% als patentiertes Live-Plankton in all ihren Produkten wiederfindet, stärkt die Hautbarriere, verbessert unsere Hautstruktur und kurbelt die Zellerneuerung effektiv an. Ja, ist tatsächlich so. Meereskosmetik ist ziemlich geil, deswegen liebe ich Dalton. Hohe Verträglichkeit und eine ressourcenschonende Herstellung ist bei Biotherm so selbstverständlich wie die geschickte Kombination von Fortschritt und Natur. Oh ne, man liebt es, heißt das. Entdecke die Biotherm-Vielfalt. Hier ist ein QR-Code und ich vermute deswegen tatsächlich auch Biotherm-Produkte hier drin. Deswegen, weil wir schon gespoilert wurden, nehme ich dieses Säckchen raus und in diesem Säckchen werde ich safe das finden, was ich hier gerade vermute. Und habe hier tatsächlich ja Biotherm Le Corporel, L'Original Hydration, 48 Stunden, Anti-Drying Body Milk, 40 ml, das ist einmal dieses Produkt. Und diese Körpermilch haben wir des Öfteren auch mal in Adventskalendern drin. Aber ich finde diese Größe eigentlich auch ganz schön, weil das ist eine schöne Reisegröße. Oder diesen Monat oder diese Woche, diesen Monat ist gut, in einem Monat habe ich mein Baby im Arm. Diese Woche packe ich meine Kliniktasche und vielleicht kommt das da rein. Ja, wobei das riecht zitrisch. Ich bin kein Fan von zitrischen Düften, ne? Habe ich schon mal aufgebraucht. Im Hochsommer eine feine Kiste, aber ja, muss ich mal gucken. Dann habe ich hier etwas drin enthalten. I Missed You von My Little Box, 30 ml. Parfüm d'Ambiance, also quasi ein Raumparfum. Sowas finde ich auch immer schön. Sowas verwende ich ehrlich gesagt auch sehr gerne. Ich weiß, super viele von euch schreiben mir das auch in die Kommentare. Claudinchen, pass auf, wenn das Baby da ist, da nicht die ganzen Duftkerzen rauszuknallen, ist klar. kommt auch nicht in das Mr. Bauchi-Zimmer rein tatsächlich. Ne? Aber wenn ich das hier habe, bin ich eine ganze Etage von meinem Baby dann entfernt, kann ich definitiv eine Duftkerze anzünden. Auch in der Küche. Ne? Aber in den Räumen, wo das Baby ist, werde ich tatsächlich natürlich auch keinen Raum Duft verwenden. Ich selber werde dann ja auch auf Parfüm weitestgehend verzichten. Ne? Also ist klar, logisch. Ne? Sind wir uns alle, glaube ich, im Klaren drüber. Und ja, ich mag gerne Raumdüfte. Diese Raumparfums ist auch immer eine ganz angenehme Geschichte. Sowas kann man sich halt auch schön ins Auto sprühen. Und mag ich einfach gerne. Ne? Hier kannst du aufdrehen, da muss ich gar nicht sprühen. Und es riecht einfach frisch. Blumig frisch. Das mag ich gerne. So ein bisschen frisch gewaschene Wäsche-Style, ne? Das ist voll mein Ding. Finde ich gut. Ist schwer, sowas zu bepreisen. Ich werde mich dann wahrscheinlich an Rituals oder so orientieren, ne? Make-up Forever Artist Lip Shop. Lipshot, das passt natürlich vom Namen her zu dem Motto der Box. Das ist ein Lip-Lacker. Mhm. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Da haben wir ein klassisches Weihnachtsrot drin. Das sehen wir hier, ne? Also ja, Santa Claudia is shaking, das sage ich euch. Junkie Pink, wow, 203. Ich könnte mir das vielleicht, weiß ich nicht, weil ich mache ja ein Full-Face-Beauty-Boxen, wo ich dann aus dem ganzen Monat die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte zusammennehme und daraus ein Full-Face mit euch zusammenschminke. Das ist aber nicht die Farbe, Leute. Das ist ein Weinrot. Mhm. Ne? Also sieht deutlich dunkler aus als das, was auf der Verpackung drauf ist. Das kommt als Full-Face Beauty Boxen. Und wenn das los ist, auslost, wird es auch verwendet werden. Und dann kann ich euch das in Anwendung zeigen. Make-up Forever ist auch eine sehr hochpreisige Marke, also eine relativ hochpreisige Marke. Kann man bei Sephora kaufen, wenn man möchte. Ne? Somit haben wir die 3 Beauty-Produkte entdeckt. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, sogar ein 4. Sehr cool. Vanilla Co. Cleansing Balm Clean It Zero. Ich liebe Reinigungsbalsame, weil ich ja auch ein Double Cleansing Mädchen bin. 50 ml sind hier drin. Das macht einen Reim. Das ist wundervoll. Hier habe ich das Siegel drauf. Die kann man tatsächlich auch bei Purish kaufen. Ich weiß nicht, ob aktuell Claudis Welt 15 auf Vanilla Co. bei Purish gilt. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich kann euch auch mal in die Infobox reinschreiben, auf welche Marken aktuell die 15% Rabatt gelten. Ich mag einfach gerne Reinigungsbalsame, weil das mein Make-up sehr gut aufbricht. Und Clean It Zero habe ich persönlich noch nicht probiert. Das ist sehr cool, dass wir den hier jetzt mit drin haben. Hier habe ich dann auch so einen Spatel, damit kann man das Produkt halt rausnehmen. Ne? Und so schaut einmal die Geschichte aus. Bevor wir jetzt zu einem kleinen Spoiler kommen, habe ich hier ein letztes Produkt drin. Und wir haben dann dieses Mal
4 Beauty-Produkte und ein Lifestyle-Produkt, was aber nicht schlimm ist, finde ich. Ne? Ab und an kann das auch gerne mal schwanken. Die naturverliebte Soliflore. Als du mit offenem Herzen für das Unbekannte auf der Avenue zwischen den Prager Jugendstilgebäuden flaniertest, pflücktest du einige Blumen. Diese Soliflore, Mini-Vase, die aussieht, als hättest du sie auf einem Flohmarkt gefunden, erweckt sie zum Leben. Kann aber auch Duftstäbchen oder getrockneten Blumenzweigen eine zweite Heimat bieten. Okay, love you so much. Ah, vielleicht ist aber auch dieses I missed you so ein bisschen als, nicht Beauty, sondern als Lifestyle-Artikel zu werten. Das kommt mir gerade im Kopf, ne? Okay, ja, ne? Hier haben wir dann das drin. Es ist so hübsch gestaltet immer. Dann hast du hier dieses, ne? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, dass man halt so einen Faden nimmt und das dann halt durch so solche Sachen durchzieht, um das Ding aufzumachen. Ich finde, das ist einfach edel. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ist hübsch, ne? Ja, und repräsentiert halt sehr gut, was die My Little Box repräsentieren möchte. Dieses ganze Flair. Und hier haben wir dann die Vase, die ich wirklich hübsch finde. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch eine Blume hineinstellt oder 2, 3, 4, je nachdem, wie viel man so findet, ne? Oder Gänseblümchen oder so. Oder es ist halt einfach eine Vase. Finde ich süß, finde ich schön. Und ich finde auch die Größe sehr angenehm. Das ist jetzt, ja, weiß ich nicht, wie viel Zentimeter die hat, 30? Keine Ahnung. Aber hübsch, ne? Doch, mag ich gerne leiden. Kann sich in viele Einrichtungsstile, die man halt zu Hause so hat, auch einfinden. Das finde ich auch manchmal gar nicht so leicht, ne? So, pst, wenn du bereits Abonnentin bist, hast du einen Vorteil. Der Kalender kostet für dich 60 Euro und nur 55, wenn du bei Les Extras dabei bist. Und das allein und das alles statt 69 Euro Verkaufspreis ohne Abonnement. Genau, also es gibt den Adventskalender. Den muss ich auch noch auspacken. Der ist gekommen, als ich gerade am Wochenende nicht da war. Und jo, gönnt ihn euch hart, ne? Unser Adventskalender. Wie der Weihnachtsmann kommt er zurück, um dich zu verwöhnen. Oh. Wer? Unser berühmter Adventskalender. Unsere langjährigen Abonnentinnen werden dir sagen, dass mit ihm der Advent das neue Weihnachten ist. Du begegnest ihn zum ersten Mal, wir erklären es dir. Mit der My Little Box, nein, der My Little Box Kalender besteht aus 14 Beauty-Produkten und 10 Accessoires in limitierter Auflage. Das sind Produkte im Wert von 332 Euro. Die Berechnungen gehen auf. Das ist das perfekte Geschenk, um geduldig auf Weihnachten zu warten. Und es gibt noch eine Überraschung. Ja, es ist schon Weihnachten, oder nicht? Die du auf der Rückseite findest. Genau, und das war halt von wegen hier. Du kriegst es günstiger, wenn du Abonnent bist und nur 55 Euro kostet dir, wenn du quasi auf der My Little Homepage bei Les Extras vorbeischaust. Finde ich cool. Kann man sich gönnen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin neugierig. Und das hier war jetzt tatsächlich die My Little Box aus dem Monat Oktober. Mir hat sie sehr gut gefallen. Also mein Highlight-Produkt ist definitiv der Reinigungsbalsam, weil ich sowas super gerne mag. Ansonsten haben wir dekorative Kosmetik mit dabei. Wir haben Pflege mit dabei. Wir haben echt schöne Sachen, ne? Also die mich glücklich machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender vor allem die Box jetzt so fandet. Wow. Und ja, doch, gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ne? Und ja, vielen Dank an das liebe My Little Boxen-Team für die Zusendung der Box. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!